So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Disney Epic Mickey Rebrushed und wir befinden uns jetzt hier gerade bei den Toren der einsamen Villa und hier ist ja anscheinend sogar noch mal was versteckt gewesen und ich habe jetzt gerade keine Skizze da, um diesen Animatronik hier zu zerlegen. Aua! Der muss sich ja irgendwo Farbe klauen. Los, macht ihn fertig, Jungs! Vermöbelt ihn! Los! Ihr sollt euch nicht gegenseitig vermöbeln. Ihr sollt den Animatronik hier zerlegen. Oder was auch immer das. Oder Krabbeltronik heißt er ja. Aber wo will der eigentlich hin? So, jetzt aber. Jetzt haben wir ihn. Aber es war anstrengend. Aber dafür habe ich wenigstens die Amber-Skizze von ihm erhalten. Und ja, meine Jungs sind eigentlich immer noch auf meiner Seite, obwohl ich hier gerade mit Verdünner um mich geschossen habe. Na dann, lief ja doch alles ganz gut hier. Ja, und mehr war eigentlich an diesem Ort hier nicht. So, ich hoffe ja echt, obwohl ich sehe mich lieber nochmal in aller Ruhe um. Ich denke zwar, ich bin ja hier überall gewesen, aber für den Fall, dass jetzt hier doch eines von Donalds Bauteilen ist, sehe ich mich ja natürlich nochmal vernünftig um. Aber ich kann ja eigentlich ja nichts Auffälliges entdecken, verdammt! Verdammt, Abgründe, ich hasse sowas. Naja gut, hilft ja nichts, dann müssen wir nochmal hier durch. Ich wollte eigentlich ja nur mal kurz hier versuchen, das Haus zu löschen. Sich dahinter noch irgendwas verbirgt. Aber nö, das ist nur eine überzogene Tonmauer. Aber da oben geht es ja noch weiter rauf. Ja, ich denke mal, es kann nicht schaden. Also bevor wir jetzt da reingehen... sollte ich vielleicht tatsächlich noch einmal hier hochgehen? Oh, warte mal, da ist ja noch so ein Animatronik. Naja, aber bei dem könnte ich ja natürlich tatsächlich dann mal wirklich die Amber-Skizze ausprobieren, damit er vielleicht mal ordentlich eins auf den Deckel kriegt. Aber warten wir erstmal ab. Ah, verdammt. Hey, da oben komme ich gar nicht richtig hin, oder? Ja, das sieht nämlich aus, als könnte ich da noch was machen, aber ich komme da gar nicht hin. Tja, gut, kann man nicht viel machen. Hm? Wo ist jetzt die Skizze hin?
Oder wurde die jetzt gerade gelöscht, weil ich gerade abgestürzt bin? Warte mal, falsches. Ach, ja gut, den Kern kann ich nicht vernichten. Das wollte ich jetzt machen. Sehr schön. Ja, okay, die Vorhänge kann ich nicht machen. Na dann, bist du bereit, das Foyer der einsamen Villa zu betreten? Ja, bin ich wohl. Hoffe ich mal zumindest. Boah, ist das gruselig hier. Oh, das ist nicht gut. Ah, verdammt! Jetzt lässt die Küchenutensilien einfach mal so mitten im Foyer liegen oder so. Okay, die Säge habe ich abgeschaltet. Die allerdings nicht, aber egal. Ah, sehr schön. Hier kann ich sogar noch mal unten raus. Okay, der Mad Doctor Teil 1. Ah, verstehe. Das hier ist also wohl seine Villa, beziehungsweise hier scheint er wohl seine verrückten Ideen auszutüfteln. Sehr schön, hier ist der Ausgang. Gut, dann sehe ich mich erstmal noch mal kurz oben um, um zu schauen, ob hier noch irgendwo... Autsch. Ja, ob hier noch irgendwo ein... Genau, da habe ich jetzt einen Geheimgang geöffnet. Der Mad Doctor Teil 1, die zweite Rolle. Bist du sicher, dass du das vor jeder Villa betreten willst? Ja. Tja, da wären wir also. Sieht aus, als wären hier jede Menge Poltergeister. Ein Geist ist in der Flasche da gefangen. Der arme Kerl will raus. Hilft dem Geist im Foyer. Ja, wenn es nicht anders hilft. Oh, und da ist schon wieder so ein Besen. Der verrückte Arzt hat nicht übertrieben, als er mit seinem Verteidigungssystem gedroht hat. Das scheint der richtige Weg zu sein, aber wie kommen wir dorthin und wie können wir das Tor öffnen? Und dann auch noch ein Porträt von Tschernaborg. Das ist ehrlich gesagt ein wenig beunruhigend. Wow, heftig! Also wenn ich ja mit dem Ding hier richtig treffe, dann läuft das ja richtig gut. Es gibt mehr von den Plattformen, die mit einem Anboss runtergedrückt werden können. Warte mal, dann mache ich mir das eigentlich ja mal hier. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau so. Hallo, ist da jemand? Ich kann nichts außerhalb der Flasche sehen. Ist das Gilbert? Der verrückte Arzt befahl zwei Dienern, sich neben die Tür zu stellen, um diese Zelle zu öffnen. So öffnete sie sich. Dann stopfte er mich in diese Flasche und steckte mich hier rein. Hilfe! Okay, zwei Wächter.
Was zum... So, warte mal. Hä? Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, okay, gut. Ich kann immer nur einen Anpass gleichzeitig haben. Hallo, wer ist da? Hol mich hier raus, bitte! So, da brauche ich aber deine Hilfe, Mann. Ah, ich kann wieder atmen. Das war ja bildlich gemeint, weißt du? Das war ja jetzt bildlich gemeint, weißt du? Eigentlich brauche ich gar keinen Sauerstoff. Oh, bist du nicht Mickey Maus? Wie lange war ich in dieser Flasche? Ja, Mickey, lass mich dir ein kleines Geheimnis zeigen, das ich hier erfahren habe. In den toten Köpfen hausen rastlose Seelen, die ansonsten hier Chaos verbreiten würden. Die Geister darin können nur zur Ruhe gebracht werden, wenn der Totenkopf vollständig wiederhergestellt wird. Okay, mach ich. So, was mache ich eigentlich überhaupt hier mit dem Kabeltronic-Automaten? So, dann machen wir das erstmal so. Ich zerlege erstmal zwei von euch Deppen. Dann sehe ich mich jetzt mal da vorne um. Da ist ja auch noch etwas. So, hier muss ich etwas leise sein. Blöde Ente! So, und da ist erstmal wieder ein Totenkopf. Ah, okay. Der hat mir jetzt erstmal so einen Tisch gebracht. Und ich habe... Okay, ja, eigentlich haben nur die... Ja, einen Totenkopf haben wir. Die Geister sind frei. Ach, die Augen leuchten auf. Suchen wir den anderen Totenkopf. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Schlaf bitte weiter. Okay, da oben geht's ja noch weiter. Ah, hier ist noch eine Skizze. Das könnte uns weiterhelfen. Schön, dann also hier rauf. Hoppala. Das war jetzt nicht so der Plan. Aber schöne große Fässer. Damit kann man bestimmt ordentlich was einlagern. So, gut, den Besen hätten wir schon mal. So, und dann war ja noch genau das. Ich wette, hinter dem Porträt von Tschernobog wird sich eigentlich ja hier noch irgendwas verbergen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir darauf? So, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal genug Amboss-Skizzen dabei. Das reicht. So, ist hier noch irgendwas Außergewöhnliches? Nee, das ist nur für das Tor. Hier müssen wir ja weiter, aber ich muss ja erstmal noch den zweiten Totenkopf finden. Ja, der ist vielleicht hier hinter. Aua! Diese blöden Vögel, ey! So, sehe ich mich erstmal hier um. So, und da ist ja der zweite Totenkopf.
So, das hätten wir. Einen weiteren sehe ich hier gerade nicht, obwohl doch den da. Unbewohnbares Zimmer. Na schön, wie geht's weiter? So, erstmal Totenkopf anmalen. Gut, damit wären auch die zweiten Geister frei. Du hast es geschafft! Komm her und rede mit mir! Ja, okay, gut, ich bin unterwegs, Sam. Ja, die kommen jetzt leider endlos hier raus. Tolle Show! Danke für deine Hilfe. Hier entlang geht es raus. Ja, ich muss los. Hier, nimm meinen Schatz. Du hast ihn dir verdient. Wo hast du den jetzt hingestellt? Da vorne. Ah, einen silbernen Anstecker. Sehr schön. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So denn, dann wollen wir doch mal gucken. Also ich habe ja noch gesehen, da war ja noch dieses Porträt von Chernabog. Mal sehen, was passiert, wenn ich das lösche. Dann ist dahinter ein Geheimgang. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Da war doch irgendwo... machen wir einen Abgang. Wo war ich stehen geblieben? Hier war doch eben noch so ein Tisch, der... bin ich jetzt blind? Einer der Tische hat sich doch noch bewegt hier, oder nicht? So ein zweiter. Wo ist denn der jetzt? Oh, das funktioniert ja nicht. Warum versuche ich das überhaupt? Merkwürdig. Nee, die beiden Tische sind jetzt wieder normal. Wieso? Oder habe ich jetzt einen Fehler gemacht und ich kann die jetzt nicht mehr machen, weil... das ist jetzt doof. Erzähl mir jetzt nicht, das geht nicht mehr, weil ich jetzt gerade mit Sam geredet habe. Dass der jetzt mir das eigentlich ja... dass das jetzt eigentlich ja das wieder deaktiviert hat. Wie komme ich jetzt darauf? Komm schon, ich muss doch irgendwie dahin. In den Verdünner mit euch. So, ich wollte eigentlich ja nur hinter das Porträt, aber irgendwie... Die Nerven irgendwie. Geh mir nicht auf die Nerven, du blöder Vogel. Mann. So, nu? Jetzt kommen ja immer wieder welche nach. Wie gesagt, das löst man eigentlich das Problem nicht. Wie kann ich jetzt eigentlich ja jetzt hier... Wieso bewegt sich die Scheiße nicht mehr? Wann? Diese blöden Vögel nerven mich jetzt hier gerade.
es hilft nichts. Ich komme ja nicht irgendwie dahin. Ja, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Habe ich das jetzt echt deswegen versaut? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Doch bescheuert, wieso klappt denn das jetzt auf einmal nicht? Na, warte mal, vielleicht hilft das ja. Mal sehen, ist Sam noch da? Müssen wir mal schauen. Sam, bist du noch hier? Nö, der ist weg. Vielleicht wäre es auch keine schlechte Idee, genau, wenn ich einmal sterbe. Vielleicht bringt das ja irgendwie den Mechanismus wieder in Gang. Obwohl, nö, tut's nicht. Schade. Wieso kann ich den Amboss nicht fallen lassen? Okay, wenn es rot ist, kann ich den wohl anscheinend nicht runterlassen. Alter, langsam diese blöden Viecher nerven. Obwohl, das wäre vielleicht eine Idee. Okay, bringt nichts. Ja, nach einer Weile ist der Amboss dann eigentlich auch weg. Ich kapiere das gerade nicht. Wieso komme ich da jetzt nicht rauf? Mann, das ist so gemein. Ich hatte ja gehofft, ich könnte das zurücksetzen, indem ich einfach mal kurz sterbe, aber hat nicht funktioniert. Ich weiß echt nicht, wie ich darauf kommen soll. Der funzt gerade gar nichts. Mann. Verdammt, ich will den Kobold retten. Wie komme ich jetzt darauf? Weil es doch jetzt echt nicht zu fassen, dass ich jetzt eigentlich ja nicht weitermachen kann, nur weil ich jetzt gerade Sam angesprochen habe. Ich hätte auch den Kobold retten können, verdammt. Hau ab. Ich sagte, hau ab. Ach, ein Abgang. Blödes Federvieh. Oh, das ist ein Plan. Ich könnte ihn tatsächlich hier hinten einsperren. Vielleicht geht er mir dann nicht mal auf die Nerven. So. Jetzt versuchen wir wieder hier raufzukommen. Thank you.
Es bringt mir ja nicht viel, wenn ich jetzt hier die Zeit anhalte. So, okay, und der andere wird die ganze Zeit hier eigentlich ja von den Klecksen vermöbelt. Witzig. Jetzt versuch noch mal darauf zu kommen, hä? Den bin ich jetzt erstmal, denke ich, los. Außer jetzt natürlich, er hat gelernt, aber das können wir eigentlich auch schnell mal hier. Nein, nicht so. Denn dann wollte ich ja bloß die Fässer hier auflösen. Ja, wenn ich wenigstens den erstmal los. Solange die eingeschlossen sind. Ja, aber es passiert immer noch nichts. Ich sage ja, wie bekomme ich jetzt eigentlich ja wieder die Tische im Gang, damit sie jetzt wieder schweben? Ich verstehe das einfach nicht. Naja, schätze mal, das hier habe ich dann wohl verpasst. Ich meine, woher hätte ich auch eigentlich ja wissen sollen, dass ich dann... dass ich das dann jetzt eigentlich ja gar nicht mehr benutzen kann, sobald ich ja mit Sam geredet habe und er mir diesen Schatz überlässt. Das hätte ich doch gar nicht wissen können, Mann. Vor allem, ich bekomme keine neue Chance. Besuche die Orgel, steht da. Finde das entlaufende Buch wieder und du hast das entlaufende Buch gefunden. Ja, vor allem, ich bin ja nicht mal sicher. Vielleicht ist ja auch sogar eines der Animatronik-Teile von Donald ja noch hier verborgen. Was ist, wenn ich das jetzt auch verpasst habe? Ja, dann. Dann wird das hier wohl nichts. Okay, gut, ich hab's geschafft. Uff, Glück gehabt. So, dann wollen wir mal gucken. Vielen Dank. Ich nehme an, du bist hier, um die Pläne des verrückten Arztes zu durchkreuzen. Ich werde helfen, dir den Weg für einen kurzen Moment freizumachen. Mehr kann ich nicht tun. Wenn du dir es nicht rechtzeitig schaffst, kannst du es jederzeit nochmal versuchen. Den Weg wofür freigemacht? Oder war das jetzt eigentlich nur für das Tor? Naja, wie auch immer. Gut, wenigstens haben wir das jetzt doch noch hinbekommen. Hatte schon Angst, dass wir das wird ja nichts. Na gut, aber jetzt habe ich leider so viel Zeit dafür vergeudet, dass wir jetzt ja schon wieder mit der Paarzeit hier rum sind. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, machen wir einfach erstmal hier an dieser Stelle einen kleinen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part hier bei Disney Epic Mickey Rebrushed. Bis dann und ciao, ciao!